eines der neuen Features in C# 19 Toppleover Statement. Was das ist, erfahrt ihr in diesem Video. Starten wir mal mit .NET 5. Ich habe ja eine Konsolenanwendung gemacht mit .NET Core und hier ist nach wie vor, wenn man in die Eigenschaften schaut, ausgewählt .NET Core 3.1, also umgestellt auf .NET 5. Ich weiß noch nicht, warum das so ist. Mal schauen, das ist so das, die ersten Gehversuche. Gut, umgestellt auf .NET 5, mal kompiliert, mal schauen, was passiert. Kurz warten. Okay, successful. Soweit so entspannend. Gut, C# 9 gibt es ja Top-Level Statements. Top-Level Statements geht es darum, dass wir eigentlich diesen Quack hier herum eigentlich erstmal nicht schreiben müssen, sondern es eigentlich so ähnlich ist wie in Python. Das heißt, wir fangen einfach mit dem eigentlichen Code an des Programms. Ja, brauchen erfahrene Entwickler sagen, das ist ein absolut nutzloses Feature und sie haben grundsätzlich recht, aber wenn man natürlich zu programmieren beginnt, wenn man vorher noch nie C# programmiert hat, dann ja, ist es schon eine Frage, was soll denn das hier alles sein? Ja, und meistens macht man so, dass man sagt, okay, das hier herum, das ignorierst du mal und wir fangen im Main an. Mit Top-Level Statements müsste jetzt eigentlich das hier gehen. So, Console-Readline. So, Console kenne ich noch nicht. Störungspunkt. Störungspunkt. Using System brauchen wir trotzdem. Okay. Ja, mal an, mal starten, mal schauen, was der Compiler sagt. Und er nimmt's. Ja, hello world. Also, Top-Level-Statements, wir können direkt anfangen zu programmieren, ohne Main, ohne Program, ohne Namespace. So, was ist, wenn wir hier eine Funktion schreiben wollen? Ja, zum Beispiel, int getInput. Ja, und da machen wir einfach folgendes, console-readline, bitte Wert, bitte Zahl eingeben, und dann machen wir return, int.parse console readline. So, mal schauen, was passiert. Kann ich die Methode getInput aufrufen? getInput, Klammer auf, Klammer zu. Int value ist gleich getInput console readline value. Mal schauen, was der Compiler sagt. Mag er es oder mag er es nicht? Bitte Zahl eingeben, 12. Ausgabe 12. So, das heißt, auch an alle erfahrenen Entwickler, was fällt auf? Wir haben kein Static hier mehr. Wir haben hier kein Static mehr. So, warum ist das so? Ich habe eine Vermutung und die Vermutung lautet wie folgt. Ich muss vielleicht noch recherchieren. Also, die Vermutung lautet wie folgt. Das hier ist im Main drinnen. Ja, also was der Compiler eigentlich macht, ist folgendes, static void main, alles wie früher. So, und das ist eine private Methode innerhalb des Mains. Wir können ja inzwischen private Methoden haben, seit C# 8, glaube ich, können wir private Methoden haben. Und wenn wir hier eine private Methode haben, dann brauchen wir natürlich auch das static nicht, wenn wir es hier aufrufen, obwohl die Main-Methode static ist. Ja, so viel zum ersten Feature von C# 9 mit dem Namen Top-Level Statements. Ja, Top-Level, also wir fangen gleich zu programmieren an. Noch kurz mein Fazit zu dem Feature. Ich habe es ja schon kurz gesagt, also für die Leute, die zu programmieren beginnen, ist das sicher eine gute Sache, das Top-Level Statement Feature. Einfach auch aus dem Grund, dass wir viel rundherum nicht haben und dass man auch nicht unbedingt erklären muss ständig, okay, was hat es mit dem Static jetzt so auf sich, obwohl wir vielleicht noch gar keine Idee haben, was Objekte sind, logischerweise. Ja. Static macht erst Sinn in der objektorientierten Programmierung, also die Unterscheidung. Und bis dorthin sind es halt einfach nur Funktionen. Ja, wie gesagt, für den Einstieg recht simpel, recht nett, für die Real-World-Examples sozusagen ein Feature, das man eigentlich so nicht brauchen würde. Aber, na, wenn es schon da ist, ist es ja okay. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.